In diesem Video werde ich diese Grafikkarte und dieses Gehäuse in diesen PC einbauen. Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich will jetzt nur nicht den legendären Hardware-Vergewaltigungs-Intro-Satz umformulieren. Ja, der PC hat tatsächlich seine 1,5 Jahre exakt so wie aus dem Video raus überlebt. Hier die Wasserkühlung offen, mit Kabelbindern dranhängend. Okay, ich habe noch ein UHD-Blu-ray-Laufwerk dazu gebastelt. Das habe ich abgesteckt, um Backups zu machen über SATA. Ja, los! Okay, das ist das Amis AR7, keine Ahnung. Ich habe einfach wieder irgendein billiges Gehäuse genommen. So wie man mich halt kennt, ne? Ich habe ein Cuttermesser. Damit gehe ich dem Gehäuse jetzt an den Kragen. Ach du Scheiße. Was ist das denn für Verpackungsmaterial, Alter? Schaumstoff ist ja okay. Aber das ist hart. Das ist ja, das polstert nicht. Okay, das ist vielleicht ganz gut, wenn das innen stabilisiert wird. Aber trotzdem, wie soll ich jetzt die Verpackung jetzt hier rauskriegen? Oh, was ist das? Eigentlich bin ich ja schon ein Fan von stabiler Verpackung, aber gebt euch mal das. Das geht doch nicht. Ein typischer Fall von, haben die überhaupt ihr Produkt vorher getestet? Also wenn wir das Gehäuse aufmachen, sehen wir innen gleich die beiden Löcher für die Lüfter, hier und hier. Das ist natürlich ein Witz. Das Gehäuse war billig, ja. Deswegen muss man hier ein bisschen nachhelfen. Okay, ich habe das Gefühl, dass die Löcher ein bisschen zu klein sind. Ich hole schnell einen größeren Bohrer. Ja, jetzt ist das schon luftiger. Warte mal, da war gar kein Lüfter dabei. Okay, ja, das hat man davon, wenn man ein billiges Gehäuse nimmt. Dann muss ich wohl den Lüfter von meinem alten 30-Euro-Gehäuse holen. Die Größe würde passen, aber da geht halt so wenig Luft durch. Okay, da glaube ich kommt besser Luft durch. Okay, dann war die Bohrerei wohl umsonst. Seht ihr diese Leiste da? Da muss ich ein Lochlein machen für die Mainboard-Anschlüsse. Scheiße, ich habe auf der falschen Seite aufgeschnitten. Diese Naht, die gibt's nur hier. Oder wir drehen das Gehäuse einfach um und das Mainboard kommt dahin. Ha! Genie! Ja, da ist sie, die GTX 1080 Gaming X von MSI. Ich habe diese Karte geliebt. Zeit für den Schrottplatz. Capture Card. Oh, das ist von der Grafikkarte abgefallen. Ah, schön. Okay, Leute, dann wird es jetzt Zeit für den magnetischen Schraubenzieher. Oh, alles an der Hardware ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Da steht in der Regel alles, auch Sachen, die ich gar nicht hier zeige. So sieht das Ding übrigens von hinten aus, wunderbar zu, nur dass hier was offen ist. Ah, da ist ja die Schraube von eben. Hier. Scheiße, was habe ich jetzt kaputt gemacht? Ah, das brauche ich, Ding. Das brauche ich nicht mehr. Meine goldenen 4 Terabyte an allem, was ich habe. Da sind alle meine hochgeladenen Videos drauf. Da sind alle meine nicht hochgeladenen, nicht veröffentlichten Videos drauf. Da ist meine komplette Sound- und was weiß ich was, Bibliothek drauf. Die kalte Fusion, alles. Und fast 800 fucking Gigabyte an Shadowplay-Aufnahmen. Ja gut, dann war's das mit dir, Gehäuse. Das Netzteil schnapp ich mir. Ich hab dich geliebt. Es war schön mit dir. Doch jetzt ist Zeit für den Schrottplatz. Scheiße, ich habe absolut keinen Plan, was ich mache. Ich habe jetzt hier so Markierungen gemacht. Perfekt. Und jetzt lässt sich das hier auch schön abschneiden. Genau das war mein Plan. Natürlich habe ich einen Plan und tue nicht nur so, als hätte ich einen. We'll be right back.
fehlt noch was? Ah, das Netzteil. Oh, ihr glaubt nicht, wie sehr mein Laucharm schmerzt. So, das ist unser Netzteilfenster. Oh. Perfekt. Das geht echt hart. Es passt perfekt rein. Ja, als wenn da nicht so ein hässliches Loch da oben wäre, aber ja, das war halt so ein Anfängerfehler. Tut mir leid. Ich habe noch nie zuvor ein Gehäuse von Hardware-Rad bestellt. Ich habe hier so äußerst stabile, dünne Kabelbinder und mit denen werde ich das Mainboard befestigen. Ja, jetzt stecke ich den Kabelbinder da durch. Komm schon. Und bitte, sei ein stabiler Kabelbinder. Und geb nicht irgendwann nach. Oh ja, ich bin durchgekommen. Gut, dann stelle ich das Gehäuse doch mal auf und gucke, ob das Mainboard kaputt geht. So, und. Jetzt machen wir das Gleiche mit dem Ding hier. Komm schon. Eine schöne Fehlkonstruktion. Ich meine, guckt euch das an. Es bleibt einfach so. Es ist fest. Es ist tatsächlich fest. Ja, das Mainboard ist halt jetzt noch wackeli-wackel. Man sieht gar nichts, ne? Ja, man sieht gar nichts. Fuck, das ist vielleicht keine so gute Idee. Nicht, dass irgendwann irgendwas wackelt und dann bricht der Kabelbinder die zwei Kondensator-Dinger da ab. Das hält. Hoffen wir einfach mal. Ah ja, das passt rein. Das bläst hier die Luft rein, die direkt... Ja, perfekter Airflow auch noch, ja. Okay, es wird ein bisschen gehalten von dem Board, weil es da so perfekt reingepasst hat. Also ganz knapp, nicht mehr perfekt, aber schon noch perfekt. Ich möchte halt aber schon noch auf Nummer sicher gehen und deswegen... Ihr seht nichts, ich sehe nichts. Alles gut. Oh. Ah ja, klar, die Grafikkarte fehlt noch. Dann wird das wohl Zeit, dass wir die Grafikkarte mal unboxen. Tatsächlich sieht die gar nicht mal so scheiße aus im Vergleich zur Grafikkarte. Den Setup Guide, den lesen wir natürlich nicht auf diesem Kanal, Leute. Okay, krass, das ist echt spiegelnd, das heißt, man könnte mich hier sehen, da muss ich aufpassen. Frisch die Folie abgezogen, erstmal einen schönen Fingerabdruck hinterlassen. Was ist das denn? Schön, dass man sowas noch hier findet. Oh. Ich muss noch ein bisschen was im Nachhinein ausschneiden. Jetzt wäre es auch noch gut, wenn ich nirgendwo reinbrösel. So, dann mal gucken, ob das jetzt passt. Es passt super. Bitte was für... Oh nee, ich muss das... Wenn ich das jetzt ganz reinschiebe... Ah ja, komm, das geht gerade noch hin. Jetzt haben wir halt das Problem, dass die hier noch wackelt. Man muss sich nur zu helfen wissen. So. Ja, jetzt wackelt die Grafikkarte kaum mehr. Perfekt. Ich bin... Kennt ihr irgendjemanden, der geiler ist als ich? Ohne Witz. So, dann noch die Elgato. Die kann ruhig wackeln, die wiegt ja nix. Mir ist das jetzt kackegal, ob man das in der Kamera sieht oder nicht. Geh verdammt nochmal rein. Jawohl. Ja. Ja, schön. Ein schönes, befriedigendes Klacken. Okay, mal gucken, wie das jetzt ist, wenn ich das aufstelle. Wie verhält sich die Grafikkarte dabei? Ja, sehr schön. Fehlen noch die Festplatten. Mindestens eine 4 Terabyte Platte muss noch rein. Soll ich die einfach auf den Boden legen? Das ist ja sogar modern, dass man die Festplatten einfach an den Boden schraubt. Was aber cooler wäre, wenn man das Ding irgendwie doch so... So sieht das Gehäuse noch voll leer aus. So, ja, okay, lustig. Aber wenn ich das noch hier so hinmache, dann sieht das auch nach was aus. Dann ist das... Oh ja, das wird gut. Oh, schön. Okay, dann lege ich mal die schwere Platte da rein. Ich meine, jetzt hält das. Ich habe nur Angst, dass das irgendwann so... Wenn da drin auch alles warm ist...
das einfach runterkracht. Beste Idee von heute generell. Ich nehme das Verpackungsmaterial und polstere damit die Festplatte, sollte sie tatsächlich mal runterfallen. Perfekt. Okay, der geht ein bisschen an, aber das macht eigentlich nichts. Wir fassen zusammen. Von außen ein wunderbares, unscheinbares Gehäuse. Oben ein kleines Lüftungsloch, vorne auch ein kleines Lüftungsloch. Innen drin hängt das Mainboard an Kabelbindern, genauso wie die Wasserkühlung, die an der Decke hängt und einfach festhängt. Genauso wie alles eigentlich festhängt. Außer vielleicht das ist... ja. Ich weiß nicht, ob ich das so lasse. Ich hänge schon sehr an den Daten, die da drauf sind, ja? Und ich hatte schon mal, ich bin schwierig, was Datenverlust angeht. Und hier die Karte und alles. Oh mein Gott, es ist perfekt! Man kann das Gehäuse sogar verriegeln. Ich meine so, das geht jetzt auch nicht mehr auf von alleine. Das ist verriegelt, ja? Qualität! Mal gucken, ob das Ding läuft. Fuck, wie schalte ich das ein? Wir haben keinen Einschalter. So, ich habe noch einen alten Aldi-PC ausgeschlachtet, den ich tatsächlich von einem Wertstoffhof geklaut habe. In Deutschland ist das eigentlich klauen, ja. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das ist ja so gammelig. Du willst den PC einschalten? Haha, nein. Du musst ihn mit zwei Fingern einschalten. Und ja, man muss halt den PC jetzt immer von hinten anmachen. Fuck, das ist voll scheiße. Dann würde ich sagen, stecken wir doch mal den Strom an. Controller, Etikettiermaschine, Stream... Ich nutze noch immer das DIY Stream Deck von mir selber. Das ist nur gerade nicht angesteckt, weil das war beim Waschen und der Staub... weil es ist halt dreckig und ich habe mir nicht das... Original gekauft für 99,99 am Black Friday. Nein. Ja, hier. Einschalten und den Knopf drücken. Es rumpelt, es gluckert. Es schnurrt! Es schnurrt wie ein Kätzchen! Ich würde mal sagen, anstecken und Windows installieren. So, wir haben es jetzt 3 Uhr nachts und ich habe etwas Dummes getan. Jeder, der schon mal Windows installiert hat, weiß, was vor diesem Menü kommt. Einem werden alle Festplatten aufgelistet. Und dann darf man auswählen, auf welche man Windows installieren will. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich alle Partitions gelöscht und einfach eine neue erstellt, weil, ne, ich wollte ja meine SSD überspielen. Und dann ist mir aufgefallen, fuck, ich habe ja noch 2 andere Festplatten auch eingesteckt. Und dass ausgerechnet mir sowas passiert, ne? Vorher sah ich noch, da dann die Daten auf der Festplatte, die sind mir heilig. Ja, und dann lösche ich's. Richtig dumm. Okay, wir haben es heute genau eine Woche später und inzwischen hat sich hier drin einiges getan. Durch die ganze Wärme vom PC hat sich das Panzertape etwas gelöst, deswegen habe ich vorsichtshalber die Festplatte da unten hingelegt. Aber noch viel wichtiger, ich konnte die beiden Festplatten tatsächlich retten. Active Partition Recovery, das kann ich echt empfehlen. Das war das einzige Programm, das wirklich auch die vorhandene Partition wiederhergestellt hat und nicht die Daten mich irgendwo anders hinkopieren hat lassen. Oh, und was ich neben dem Programm auch noch empfehlen kann, wofür ich auch kein Geld kriege. Das ist irgendwie lustig. Rewe Bio-Doppelkekse. Not sponsored. Scheiße, Mann, fast hätte ich das Wichtigste vergessen. Da fehlt noch ein Getränkehalter.